Für diesen viralen Oreo-Kuchen braucht ihr nur 4 Zutaten. Vielleicht solltest du auch sagen, dass wir nicht mal einen Ofen dafür brauchen. Ja, 99 Tage und 99 Food-Trends. Wir freuen uns. 350 Gramm Oreos kommen jetzt in den Mixer. Wir brauchen es nämlich so. Dann kommen 100 Gramm Butter dazu. Wird's verrührt. Das kommt jetzt in unsere Kuchenform. Muss da richtig platt gedrückt werden. Für die Füllung brauchen wir 500 Gramm Frischkäse und 100 Gramm Puderzucker. Das muss jetzt einmal gut vermischt werden. Machen wir uns eine kleine Packung Oreos kaputt und kommt jetzt damit rein. Einmal durchrühren. Mmh. Okay, das ist Foodporn. Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr Team süß oder Team salzig? Was liebt ihr am meisten? Ich safe süß. Aber sowas von süß. Die Masse geht jetzt nur noch auf unseren Boden und schon ist der Kuchen fertig. Es geht jetzt für 4 Stunden in den Kühlschrank, bis es richtig fest ist. Sieht schon lecker aus. Probier mal hier. Eine 10 von 10. Was hast du? Irgendwas in die Nase geflogen. Komm mal her. Da müsst ihr nachmachen, Leute. Du lernst echt noch kochen in dieser Serie. Ach doch. Lara hat gesagt, sie hat mich getraut. Probier mal. Lecker. 1 bis 10? 10. 10 Punkte? Ehrlich? Probier auch mal. Okay. Das ist jetzt die Mama. Okay. Eis auf einmal in den Mund? Nein, das ist kein Sushi. Okay. Mm. 1 von 10. Mm. Ich würde sagen, eine 7. Eine 7? Ja, ich bin enttäuscht. Nein, ich würde noch Früchte mit drauf haben wollen. Das ist doch ein Oreo-Kuchen. Ja, aber ich mag es gerne knackig, schokoladig, cremig. Ich finde die Toten so lecker. Man kann nur mit Emily arbeiten. Danke, Emily. Okay, also Emily findet ihn so gut, ist direkt 2 Stücke. Ich bekomme mein Stück auch nicht wieder. Ja. Ich muss auch abgeben. Ah, dein Finger! Also unbedingt nachmachen.